Was ist BIM? Es ist nur eine kleine Erklärung. Ich weiß, es gibt ganz viel Literatur und wie gesagt, das Thema BIM ist seit den 1990er Jahren als Begriff ja etabliert. Wenn wir früher das Thema haben, 2D-Planung, dann ein 3D-Modell mal anhand von Lego-Steinen, ist es jetzt eigentlich, das 3D-Modell mit Informationen anzulegen und zu paaren, sodass man dort gewisse Auswertungen vornehmen kann. Das kann sowohl Mengen und Kosten sein, das werden Sie nachher bei meinen Kollegen sehen, ist auch nur ein kleiner Teil, wo wir in der Vollergruppe auch mit Unterstützung der Hochschulen und auch mit Allplan dabei sind, sind logischerweise auch thermische Simulationen, das soll hier jetzt angedeutet sein durch die Dinge, das sollen aber auch angeregt sein durch Kollaborationsplattformen, wo wir mittlerweile auch Tragwerksplanung, Fachmodelle austauschen, wo wir eben die doppelte und dreifache Arbeit, weil jeder sein eigenes Fachmodell macht, eben nicht mehr haben. Und das ist auch so der Ansatz, was wir mit BIM wollen, nämlich Sicherheit in Projekten schaffen, auch eine gewisse Transparenz und eine Beschleunigung von Dingen. Also bei uns auch der Schwerpunkt hier im Zertifikatstudium liegt auch beginnend beim Entwurf. Also ich spreche da auch ausdrücklich Architekten an. Damit fängt ja alles an. Es ist also nicht nur jetzt, sage ich jetzt mal, die klassische Generalunternehmerdenke, Mengen und Kosten, das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Aber bei uns geht es wirklich vom Entwurf beginnend los. Austausch der Fachmodelle über eine Kollaborationsplattform, Entfall von Mehrarbeit, um dann in die Ausführung zu kommen, in die Werkplanung und dann rüber zu gehen, natürlich ins Facility Management. Da hängt ganz viel dran.